Peace and Justice gesagt, herzlich willkommen zu Dies, Dieser Midnight Figure Feature Star Wars Folge 508. Die 507 war ja so ein bisschen außer der Reihe. Na, da habe ich ja mit dem Gore-Minister hier das Battle gemacht, die Razor Quest zusammengebaut. Ein Geschenk vom Chino, liebe Grüße mal wieder. Ja, hat Spaß gemacht, ist super. Könnt ihr euch ja mal angucken, ne? Natürlich viel Gelaber dabei auch und so, aber wir waren hochkonzentriert bei der Arbeit. Und hochkonzentriert geht's natürlich auch wieder weiter, ne? Ihr seht schon, habt's gelesen, Retro Collection The Mandalorian. Passt natürlich auch, ich glaube, ich habe diese Woche so eine Mandalorian-Woche oder so. Ich weiß auch nicht warum. Obi-Wan-Trailer lief, ne? Dauert ja noch 3 Wochen knapp halt so. Da habe ich mir gedacht, ich zeige euch doch mal hier. Ach, das ist auch geil, ne? Da ja auch ein Geschenk. Schöne Grüße an den Chef hier. Sehr geil. Und war das überhaupt der Chef? Ich weiß es nicht mehr. Ja, ihr seht hier die Karte, die ist ein bisschen verbogen. Die übrigens, die habe ich ja im Handel, ich habe die beide im Handel gekauft, meine ich, ne? Ich weiß es nicht mehr, aber ich wusste auch gar nicht, dass ich schon eine hatte, dann habe ich mir noch eine gekauft. Ne, auf der Börse habe ich, glaube ich, eingekauft, ne? Auf der Power of the Force Con, sowas, auf der Power of the Force Con. Ne? Die ist auch nicht so verbogen, die Karte. Ja, und die habe ich bei unserem ansässigen Karstadt gekauft, beziehungsweise heißt dieser eine Karstadt, den wir noch hatten, irgendwie wo Spielzeug drin ist, Sportcheck jetzt, und die haben halt oben eine sportliche Spielzeugabteilung mit eigentlich nichts. Aber Retro Collections haben sie halt. Ich glaube auch zum Preis von 15 Euro oder so. Na, das ist ja nicht ganz so erschreckend wie sonst. Aber ist halt total verbogen, wie man sieht. Das ist nicht so schön, aber was soll's. Ja, hinten drauf nix. Ja, man kann also noch Cara Dune erwerben, IG-11, den habe ich sogar. Dann Quill. Der war noch im Laden, The Child, Moff Gideon, Creef Gaga und Remnant Trooper. Ja, da wird für mich wahrscheinlich nur noch dieser Trooper in Frage kommen. Und ein Quill vielleicht noch. Da gucke ich mal die Woche, vielleicht nehme ich noch einen mit, sodass man den mal zeigen kann halt. Ne? Und ja, wie gesagt, den lassen wir einfach mal hier so. Blöd ist auch, dass die Bubbles hier, die fallen sehr schnell um. Also die hätten wenigstens so, weißt du, die kannst du niemals wieder richtig hinstellen, da musst du irgendwas drunter stellen und so weiter. Das finde ich nicht so toll, aber wir packen den jetzt mal aus. Für die, die nicht wissen, warum da hier Retro Collection draufsteht, dass hier alles so gedamaged aussieht. Das ist so, da hat Hasbro sich eine ganz tolle Idee einfallen lassen, wir machen die Karten einfach mal auf alt. Dass die nicht noch bewusst extra hier überall verknickt werden mit so Stresslinien und so, ne, wundert mich ja, weil das ist einfach doof. Weil alleine, weil du hier noch diese weiße Druckkante hier hast, ne, vom Druck, das sieht einfach scheiße aus. Das sieht halt nicht aus, als wäre es eine alte Karte. Dann müsste das schon vernünftig hier gecuttet sein. Dass man das dann, dass es dann wenigstens den Anschein erweckt halt irgendwie, ne? Ja, und ansonsten Retro halt, die haben halt 5 Bewegungspunkte, sind halt stocksteif eigentlich nur. Und sind vom Molding, außer hier natürlich so ein paar Zusatzsachen, so Applikationen halt, das sieht man aber gleich dann noch genau, sollen so sein wie die alten. Der hat jetzt hier zum Beispiel, weil er ja ein Cape hat, und dann wie früher Darth Vader mit seinem Mantel, einfach nur einen schlichten Plastikumhang da drum. Na, irgendwie so. Das gucken wir uns aber jetzt eh außer Nähe an. Was ich auch immer toll finde, dass hier dann diese Sicherheitshinweise einfach hier so reingestopft sind seitlich. Das ist natürlich auch schön für Sammler, wenn man das so in der Bubble hat und das einfach scheiße aussieht. Ne? Das macht nicht so einen Spaß. Ja, ich bin jetzt mal gespannt, ob überhaupt noch Figuren auf Karte kommen werden. Weil der von der Vintage Collection zum Beispiel, der Boba Fett, der ist ja schon in so einem Karton nur noch. Da wollen sie wohl, ich weiß nicht, ob sie da wirklich am Plastik sparen wollen und sich dem Umweltschutz verschrieben haben, Hasbro, nachdem sie Milliarden von solchen Dingern gemacht haben. Ne, so die Karte. Ich werde die, vielleicht probieren wir da ja mal aus, den Aufkleber auch abzumachen. Ich muss mal gucken. Ja, dann haben wir hier im Bubble, ne, mit seinem Mäntelchen, 2 Waffen dabei hat er. Einmal dieses Elektro-Gewehr-Stromding, was er auch schon bei seinem ersten Auftritt im legendären Holiday-Special, da war so ein Cartoon-Abschnitt drin, halt, gibt es bei mir auch zu gucken, habe ich irgendwie zusammengeschnitten, ist aber schon Jahre her. Gibt mal bei mir in der Playlist da irgendwas mit Boba Fett ein, irgendwo müsste ich das finden. Das finde ich ja ganz geil, dass sie das dann auch bei den Figuren gemacht haben. Ne? So, die Waffe. Zack. Dann haben wir noch einen kleinen Handblaster, gucken wir uns gleich genau an und hier befreien mal den Herrn Boba. Ja, der Mantel ist natürlich geil. Ist das ein richtiges Schwarz? Ne, der hat so einen bräunlichen Stich, ne? Aber wir gucken uns gleich richtig an. Den könnten wir jetzt natürlich auch noch für einen Vintage Vader nehmen.
Oder wenn man so einen Braunmantel findet, das Material fühlt sich fast an wie früher. Das ist schon cool. Und deswegen gucken wir uns den jetzt. Die Neuen kennen das noch nicht, die hier sind, ne? Hallo? läuft jetzt eh einmal eine Runde Nahaufnahme und dann zeige ich so noch ein bisschen Details halt und so. Und dann quatsche ich am Schluss natürlich nochmal was. Und dementsprechend gehen wir jetzt mal ran an den Burschen hier, an den Mando. Mando! I love toys! Ja, da ist er, unser guter Boba Fett. Jetzt gucke ich gerade, wo ich denn die Karte hingeschmissen. Was da hinten liegt, sind, ey. Da. Egal. Ne, also, den Retro Oldschool Boba, den finde ich toll. Wie gesagt, dieser Mantel hier, das fühlt sich auch fast so an. Ich habe mir ja mal sagen lassen, hier habe ich auch so ein Review, dass das diese Aufblasbälle, boah, hier war so ein Mynok schon wieder, dass das wohl früher von diesen Wasserbällen fürs Schwimmbad oder so, ne, dass diese Plastikfolie da wohl optimal eigentlich ist für die alten Capes halt, weil das Zeug fühlt sich echt so an wie von früher. Wir nehmen den gleich auch mal ab, so, weil ich denke, die reißen wahrscheinlich auch schnell auf. Dann kann ich natürlich auch den Kragen hochstellen, weil dann hat man diese Knickstellen nicht. Das ist, glaube ich, besonders wichtig, wenn man sich jetzt einen alten Obi-Wan Vader holen würde halt, ne? Aber wie gesagt, das ist schon cool. Und ja, so sieht man echt nicht viel. Wir machen mal eben hier na, ab. Oh, der Arm ist ein bisschen schwer. Aber ist ja eigentlich gut, ne? Wenn die nicht so leicht sind. Ja, ja, jetzt guck mal hier. Ich ziehe hier raus, zack. Oh, ist hier Farbe direkt mit abgegangen? Guck mal. Oder haben sie den direkt schon dem Mantel angegeben, als die Farbe noch gar nicht trocken war an den Figuren. Das ist ja strange hier. Aber das soll so sein, ne? Ist Retro-Look, ja. Hier die glänzende Seite, die Innenseite ist halt ein bisschen stumpfer. Aber es fühlt sich wirklich vom Material an. Ich gucke, Mynoks greifen mich an hier, was ist hier los? Gärlich, wird Sommer. Ja, ja, aber das ist natürlich gefährlich hier, dangerous halt, ne? Das darf man nur ein, zwei Mal machen. Ist nicht so toll. Ich zeige euch direkt mal eben die Waffen. Haben wir hier so einen Blaster. Der ist aber auch anders wieder wie bei dem, wie heißt das hier, Morak. Boba Fett halt, ne? Von Mando. Ja, das ist ja jetzt auch, ich überlege jetzt gerade. Ja doch, das Retro Collection von der Mando. Ne, aus der Mando-Serie. Auch komisch, boah, diese Fliege, diese Fruchtfliege geht mir hier gerade tierisch auf die Bantaklöten. Ja, dann haben wir hier, wie gesagt, dieses, ich habe wieder vergessen, wie das Gewehr heißt. Ne, aber wie gesagt, es ist ja bei im Holiday Special aufgetaucht. Da kommt das auch zum Einsatz, meine ich. Und ich glaube bei Droids, aber da vertue ich mich vielleicht, bei Droids hat er das auch noch. Ja, das ist halt geil. Das war ja auch damals bei den Prototypen, schon bei dem Testkostüm halt. Irgendwie in den 70er, als diese Mini-Parade war, Vader rumgelaufen ist und der weiße Boba Fett halt. Der sollte ja damals da schon auftauchen. Da, meine ich, hätte er ja auch schon diese Waffe gehabt. Es gibt zumindest Aufnahmen davon halt. Muss ich mal gucken, ne, demnächst. Ja, cool. Das probieren wir gleich aus, wie das passt. Und jetzt gucken wir uns mal an hier, ne? Der, ich rede auch immer vom Boba Fett. Das ist doch der Mando. Mando, Alter. Das ist der Mandalorian im Retro-Style. Und nicht der Boba Fett. Das sehen wir ja hier schon wieder an dem Scarif Trooper, an der Scarif Trooper Glocke hier, ne? Von den, wie heißen die noch? Scarif Trooper? Ich komme ja nicht drauf. Ja, ihr wisst, was ich meine. Das finde ich auch so schön mit dem Farben. Also die ganze Farbgebung, das bockt sich schon. Das ist cool. Ja, und im Style halt der alten 70er, 80er Jahre Figuren, du hast halt nur hier Kopf kannst du drehen, ne, die Arme und die Beine. Ja, nach hinten nicht weiter weg. Aber so, dass er zumindest irgendwo sitzen kann. So wie wir halt früher gespielt haben als Kinder, ne? Das hat uns vollkommen gereicht. Mal so gucken. Ich meine, hätte ein Steifkopf, ging auch so, aber dann können wir hier auch mit dem Gürteldings hier, der Riemen hier drüber halt, so da mit Patronen noch drin und so, das sieht super aus, auch hier oben, so. Also, ey, ist geil. Dann hier wieder diese Gauntlets. Das sieht klasse aus. Ja, guck mal hier, hier ist auch ein bisschen irgendwie Farbe weg. Das könnte doch fast, guck mal, das passt doch, ja klar. Da haben sie den Mantel angezogen und die Farbe war noch nicht trocken. Hier, Skandal. Seht ihr das? Es ist genau, wenn ich jetzt unter dem Arm hier, da, es ist genau hier diese Stelle, das helle hier, das passt genau hier drauf. Vielleicht war die gerade noch so frisch, als ich die ausgepackt habe. Nee, das kann ja nicht sein. Ja, ja, das ist genau hier und dann ist direkt hier die Farbe hängen geblieben halt. Krass. Ich meine, mich stört es jetzt nicht, ne? Also wie gesagt, die können auch gerne bespielt aussehen, wie halt. Den vergleichen wir gleich mal, der alte Kollege hier halt, ne? Genau, da können wir jetzt gleich mal gucken. Ob sie da vielleicht, ja, geht ja gar nicht. Weil das hier diese
Schenkel, die Oberschenkel-Dingsplatten hier, die hat ja der normale Boba Fett auch nicht. Und er ist ja auch der Mandalorian. Schade, hier passt auch keine Knarre rein. Aber im Großen und Ganzen toll. Ach hier, ja, Löcher sind auch drunter. Da verstehe ich auch nicht, warum die jetzt hier... Ach doch, hier waren sie auch leichteckig. Ich wollte schon wieder rummeckern, aber da bleibt mir direkt was im Hals stecken. Ich lasse es lieber. Immer diese Meckerei. Erfreut euch an dem, was ihr habt und nie haben werdet oder so. Na guck mal, jetzt hier Gauntlets hier dann. Geil, mit den Handschuhen. Ja, der Helm halt in dieser Beskar-Farbe halt. Das passt halt eben im Gesamtbild eigentlich halt nicht. Ja, aber ist halt noch zusammengewürfelt. Ne? Deswegen gibt es ja auch später noch die Beskar-Rüstung in der Retro-Collection. Guck mal, hier hinten auch noch so ein Detail. Halt. Super schön. Aber wie gesagt, auf die Retro-Dings freue ich mich auch. Auch geil hier dieses Gepuff. Na, das heißt ja nicht gepufferte. Ja, dieses, das ist wie fast bei den Rebellen, diese Wärmeanzüge halt auf Hot halt so, ne? Die Rebellen-Soldier so. Ah, ich finde klasse. Das ist schon super. So, jetzt gucken wir mal, wie die Knarre passt hier. Ja, so, zack. Ja, die sitzt gut in der Hand. Hier bestimmt auch, oder? Ja, das ist auch super. Und dann natürlich. Ja, du kannst hier jetzt natürlich nicht positionieren, dass er die irgendwie so, so schräg hier über der Arme hat und so, weil du halt keine Ellbogengelenke hast und so weiter. Das war immer als Kind so ein bisschen auch, du konntest halt immer nur so, pio, 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 so schießen halt oder so, ne? Das ist, aber mein Gott, den stellt man sich ja hin, ich spiele ja jetzt nicht den ganzen Tag damit, glaube ich zumindest. Ja, hier ist er dann ein bisschen locker. Könnte den wahrscheinlich auch so noch halten, ne? Den dann so zu positionieren oder so, aber, ach, finde ich cool. Also der gefällt mir da. Habe ich den? Ne, den habe ich doch zweimal, ne? Ja klar, den habe ich zweimal. Gut, dann habe ich ja einen eingepackt noch. Ein Glück. Bin etwas wirsch. Na, und jetzt gucken wir mal hier. Guck mal, das ist der alte hier. Der, wann ist der denn rausgekommen? Der ist doch nicht 77 rausgekommen, oder? Ich weiß nicht mehr. Hier mit abschießbarer Rakete. Nein, Quatsch. Na, die ist natürlich hier fest drin. Hier haben wir dann diesen J-Slot. Es gibt ja auch noch einen L-Slot. Da ist dann hier, wo der Abschießmechanismus war, ging das dann hier nach rechts. Unten der, der Flügel, der Winkel. Ja, das hat er ja jetzt hier gar nicht halt, ne, der, den Backpack halt. Ist ja auch der Mando und nicht Boba Fett, aber so im, im Grunde ist, finde ich das schon gut. Guck mal, auch von der Größe, das ist wirklich so die, die Größe von den Oldschool-Figuren halt. Das ist echt nice, also der passt da super rein. Wie gesagt, der müsste jetzt draußen natürlich etwas mehr bespielt sein, damit der auch stilistisch zu meinen anderen hier, ne, benutzten Figuren passt. Also mich stört das ja nicht. Ich muss die nicht case fresh haben. Auch die alten halt, wenn ich eine Vintage finde, die kann bespielt sein. Die muss gelebt haben. So, das finde ich halt immer super. Da habe ich ja nie mit angefangen, dass ich das alles in absolut noch 1A Zustand brauche und so. Geht gar nicht. Da wird es ja wahnsinnig. Aber es gibt ja Leute, die haben das. Ne? Dann sind die auch gegradet und so. Finde ich auch toll, finde ich geil. Mag ich mir anzugucken, aber das wäre für mich jetzt auch nichts, weil ich muss die in der Hand haben. Ne? Dementsprechend gebe ich ihn jetzt doch außer Hand. Nein, ich stelle den jetzt nur noch mal hin und dann kommen wir zum Schlusswort, weil ich glaube, es ist alles gesagt, alles gezeigt. Ach, jetzt muss ich ihm den Mantel wieder anziehen. Ey, ich finde den ohne Mantel eigentlich cooler. Egal, wir gehen mal eben zum Schlusswort. Ne? I love toys. Ja, hier passt er nicht rein. Ich stelle die Razor Quest einfach noch mal dazu, weil die ist ja so knuffig. Ach, geil, echt. Ach, oh, da fällt mir ein, ich habe ja so einen Strat-Shooter verschossen mit dem Minister. Der müsste hier irgendwo noch hinter dem Fernseher da hinten liegen. Suche ich später. Ja, also, der gefällt mir echt gut. Und, ja, wie gesagt, ohne Mantel finde ich ihn sogar noch cooler. Der ist geil. Muss ich mal gucken, wo ich den platziere halt und so, ne. Aber, super, gut, dass ich dann noch einen zweiten geholt habe. Ich meine, klar, auch nicht so günstig. Gut, hier Karstadt, ja, aber die sind wahrscheinlich so im Karton gekommen, weil die anderen, die sahen halt auch alle so gebogen aus. Und ich glaube, bei Schmidt Toys da, bei dem Schmidt da, da waren die auch teilweise so verbogen. Gucken wir einfach mal. Ich bedanke mich bei euch fürs Zugucken und guckt weiter am Freitag. Dann geht es nämlich wieder weiter hier mit Mando-Zeug halt und so, ne? Und ja, und hart der Dinge, was noch kommen wird wieder hier auf dem Kanal, ne? Ein bisschen Playmobil habe ich auch noch zu zeigen. Ich weiß noch nicht, wann halt und so weiter. Ja, gehabt euch wohl. Bleibt gesund und viel Spaß beim Sammeln oder auch nur beim Beömmeln, wie andere, wie bekloppt sammeln und hier alte Männer Püppchen auspacken und sich daran erfreuen, als wären sie, keine Ahnung, 8, 10, 18. Nein.
Genug gelabert. Tschüss, haut rein, Feierabend gesagt.